So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier aus der Gloss Factory. Heute mal wieder ein etwas anderes Thema. Und zwar haben wir hier einen schönen G80, ne? G80 M3 Competition von, ihr kennt ihn vielleicht noch vom letzten Jahr, vom Thomas. Der hat sich gegönnt, hat sich sein, was, 335er war es, ne? Hat er verkauft und hat sich jetzt hier den G80 M3 geholt. Sehr schöne Farbe, Marina Bay Blau. Ne? Ja, das Auto haben wir direkt nach der Auslieferung beschichtet mit dem UNC Pro Elite. Im Mai war das, glaube ich. Ne? Genau. Also Mai, also knappes halbes Jahr. Gefahren bist du jetzt 10.000 Kilometer. 10.000 Kilometer. Und ja, wir haben gesagt, wir waschen das Fahrzeug jetzt einfach mal, um zu schauen, wie performt die Beschichtung jetzt nach einem halben Jahr. Und ja, wie sieht's aus? Was macht's? Und vor allem, die hat echt schon gute Ablagerungen drauf vom Winter, Streusel und so weiter. Wie sieht es da aus, wenn wir das Fahrzeug jetzt waschen? Geformt haben wir schon mit dem Labocosmetica Primus. Das ist ein relativ starker Vorreiniger, um einfach mal die Ablagerungen ein bisschen anzulösen. Und ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns mal an, wie jetzt vor der Wäsche das Beading-Verhalten ist. Da können wir dann nachher noch kurz drauf eingehen. Also, wir schauen uns jetzt mal das Beading-Verhalten an. Haube, denke ich, sieht man ganz gut, auch den oberen Teil des Kotflügels. Also, das sieht noch sehr, sehr gut aus. Dach das gleiche. Also auch noch sehr, sehr schön. Und jetzt sehen wir hier Türbereich, Schwellebereich, unterer Teil des Kotflügels. Jetzt könnte man sagen, um Gottes Willen, die Beschichtung funktioniert nicht, da ist alles weg. Warum ist das so? Warum performt sie nicht? Logischerweise, wir haben einfach hier immer noch relativ starke Ablagerungen, die da die Beschichtung eben zusetzen. Am Mac ist das Gleiche. Und wir sind jetzt praktisch dabei, jetzt das zu lösen. Der Primus hat das jetzt schon mal, ja, grob angelöst. Und jetzt werden wir eine Handwäsche machen. Da ist jetzt drin im Wascheimer das Labocosmetica Porsifica. Das ist speziell für solche Geschichten eben entwickelt worden. Ein saures Shampoo, um einfach diese Ablagerungen zu lösen. Um einfach die Beschichtung wieder freizubrechen, sage ich jetzt mal. Damit wir einfach da wieder ein schönes Perlenbild haben. Machen wir jetzt, oder? Ja, ich möchte trotzdem nicht auf das Video. Gut. Genau, also jetzt sieht man es einfach mal schön. Hier perlt jetzt praktisch gar nichts, hier bleibt der Film einfach drauf. Wir schauen jetzt mal nach der Handwäsche, wie es da ausschaut. Wichtig ist halt immer, wenn man wäscht,
vor allem im Winter, dass man wirklich schaut, wie ist der Verschmutzungszustand. Ist er jetzt wirklich so wie jetzt seiner? Du bist wie lange vorher gefahren damit, bevor du es gewaschen hast? 3000 Kilometer? Also wirklich, da war schon relativ viel drauf. Das heißt, bei so einem Verschmutzungszustand sollte man eben mit einem sauren Shampoo waschen, also sprich dem Pacifica. Oder was gibt es noch? Das Sour Wash von Reflected ist zum Beispiel auch, glaube ich. Also kenne ich jetzt selber zwar nicht, aber ich weiß, dass es ähnlich gebaut ist. Dann einfach, wie gesagt, mit so einem Shampoo waschen. Und man kann jetzt rein theoretisch, wenn man sagt, gut, das ist jetzt wieder gemacht, man fährt vielleicht 2-3 Wochen, wäscht dann wieder, wird es eigentlich reichen, da wieder normal zu waschen. Also das würde ich jetzt nicht jedes Mal machen, sondern einfach nur abhängig vom Verschmutzungsgrad. Und das sieht man dann einfach, wenn man wirklich sieht, okay, gut, es wird eine richtig feste Kruste drauf, dann wird es einfach notwendig sein. So, jetzt schauen wir mal, wie es jetzt ausschaut, nachdem wir komplett gewaschen haben. Dampf von ihm ab. Was ja auch vorher wirklich, da war gar nichts mehr am Bieten. Das, der Wasserfilm reißt wieder schön auf. Und das funktioniert wieder schön. Vorne Stoßstange ist ja auch, bist jetzt ja auch viel im Sommer gefahren, wo auch viele Insekten und sogar der ganze Gedöns immer drauf liegt, ist ja auch relativ stark belastet, das Bauteil. Auch hier. Also das wäre alles top. Unter erschwerten Bedingungen, weil wenn es so kalt ist wie heute, also wir haben jetzt bestimmt, sagen wir haben 2 Grad jetzt, 3 Grad, ja, mehr nicht, ist der Wasser oder das Beading durch die Kälte einfach deutlich schlechter. Also wenn wir jetzt 15 Grad hätten, wäre es nochmal deutlich besser. Muss man auch dazu sagen. Ja, aber minus 3 Grad. Oder minus 3 Grad, ja. Auf jeden Fall ist arschkalt. Das ist richtig. Und irgendwann legt es mir dann sowieso hin. Also auch bei der Scheibe sieht man es, die war auch relativ zugesetzt. Der Scheibe ist das gleiche Thema. Auch da setzt sich natürlich Schmutz und sowas ab. Da hilft natürlich diese Grundreinigung natürlich auch extrem. Wunder, deine Beschichtung funktioniert noch. Faszinierend, gell? Ich habe ja nicht gesagt, dass sie nicht funktioniert. Ich sage nur, es ist faszinierend, immer wieder. Man hätte es ja wirklich denken können, ne? Vorher. Ja, ja. Also. Damit wir hier wieder schönes, beschichtetes, perlendes Auto hat, man fährt es mit der Weste, bevor man den praktisch jetzt so normal abtrocknet, kann man sich das Leben ein bisschen vereinfachen, kann man auch eine Gießkanne nehmen oder eben so einen stumpfen Wasserstrahl und einfach praktisch den nutzen. Wie man sieht, durch diesen Wasserstrahl, den stumpfen, nimmt man praktisch sehr viel Wasser mit und tut sich dann deutlich einfach nochmal beim Trocknen. Ja, also es ist deutlich weniger Wasser noch drauf, wenn es nur eben Tropfen bei den Felgen und an der Front genauso. Reißt der Film schon auf.
Ja, was gerne. Du wolltest vorhin irgendwas sagen zu dir. Irgendwas hast du gesagt wegen dem. Ja, das ist völlig geil, ja. Körper wird. Also, wenn man es jetzt gut gewaschen hat, dann sieht man einfach nur Trocknungstuch nicht reiben, einfach nur ziehen und die Arbeit das Trocknungstuch machen lassen. Ein bisschen tupfen. Und schon ist da nichts mehr drauf. Wenn jetzt einen ganz empfindlichen Lack hat, könnte man jetzt auch blowen, also mit einem Lacktrocknungsgebläse. Ist jetzt noch eigentlich schmal, weil wie gesagt, der ist wirklich relativ stabiler Lack. Und wie gesagt, durch das, dass der echt gut geschützt ist. Hast du eigentlich gesagt, was drauf ist? Wäre vorher schon. Okay. Unsicher, unsicher. So, abtrocknen hast du auch noch gefilmt gerade, ne? Bisschen was, ja. Also im Prinzip, ich zeige euch jetzt mal das gute Stück. Geile Farbe, ne? Also, das ist jetzt im Prinzip nur gewaschen, da ist kein Detailer drauf, da müssen wir erzeugen. Ja. Das ist einfach nur gewaschen, der Lack schaut auch noch sehr, sehr gut aus. Da sieht man es auch im Licht. Obwohl der jetzt schon Waschanlage? Warmer Waschanlage war. Ansonsten, weil es der Thomas wie vor ein paar Monaten gezeigt, gut wäscht. Das sieht man auch, das passt. Und ja, also im Prinzip, Beschichtung ist extrem gut noch, also performt noch jetzt halbes Jahr, 10.000 Kilometer, also das läuft, das passt. Glanzverhalten, wie man sieht, ist auch noch brutal geil. Abperlverhalten war noch super, also da ist alles gut. Also das passt wieder. Ja. Schon geiles Gerät, gell? So. Ja, genau. Das war jetzt einfach mal so ein Video, um zu zeigen, Nachpflege nach ja, einer gewissen Zeit, halbes Jahr wie gesagt eben, was kann man machen, wenn man den Eindruck hat, dass die Beschichtung so nicht mehr so gut funktioniert. Wie gesagt, in den meisten Fällen, auch nicht immer, ja, kann auch sein, dass die Beschichtung einfach vielleicht wirklich nicht so gut ist, dann ist wirklich weg, aber wie es in dem Fall ist es einfach so, eine gute, gründliche Reinigung mit eben saurem Shampoo hat dir jetzt wirklich vollkommen ausgereicht, um das, die Beschichtung wieder frei zu bekommen und wirklich ja, wieder einen richtig schönen Glanz reinzukriegen. Und so kann er jetzt einfach ja, wieder fahren. Du fährst in einem Winter durch, ne? Du fährst auch ständig durch. Also wie gesagt, wie vorher schon erwähnt, das sollte man jetzt nicht jede Woche machen. Einfach, wenn es nötig ist. Ich würde mal sagen, wenn man wirklich im Winter durchfährt, so kommt auch auf die Fahrleistung an. Aber ich sage jetzt mal so, alle ein, zwei Monate wird es nötig sein, wenn man im Winter fährt, weil einfach die Verschmutzungen im Winter einfach deutlich, deutlich mehr sind wie im Sommer. Also sprich Salz und so weiter, Streusalz, das ist einfach deutlich aggressiver. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Thomas, danke für deine Hilfe. Ja, war hier der Kameramann zwischendurch. Und ja, wenn ihr Fragen habt zu dem Video, einfach gerne drunter kommentieren. Ansonsten gerne den Kanal abonnieren. Und ja, wir könnten vielleicht mal schauen, vielleicht im Frühjahr oder so mal wieder. Dass wir einfach mal so kleines, wie soll ich sagen, so eine kleine Timeline machen mit dem Auto, um mal zu schauen, dann ist vielleicht noch nach einem Jahr, ist dann im Mai ungefähr. Dass wir einfach mal so schauen, wie sich das verhält. Einfach so das ein bisschen begleiten, weil das ja auch für viele Kunden wichtig ist, um zu schauen, wie performt die Beschichtung wirklich im Alltag. Und das ist wirklich ein täglich oder fast täglich genutztes Fahrzeug. Da kann man einfach eine gute Referenz sieht man einfach, wie das funktioniert. Ja, und das werden wir dann machen, spätestens im Frühjahr. Ansonsten alles Gute, schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Servus.